Zwischengebiet gehen immer bevor. Das Problem ist, bei Stürze vom Bischrand in den freien Skilauf. Dort ist die Schneeauflage sehr gering. Das sind Steine oder kleinere Bäume, die noch nicht vom Schnee zugedeckt sind. Und dadurch ist das Verletzungspotenzial sehr groß. Also erst die Bilanz der Unfallambulanzen zeigt, dass die Verletzungen heute deutlich schwerer sind als im Vorjahr, erklärt Oberärztin Andrea Bauer vom Landeskrankenhaus Koblenz. Vorher auffällig viel unbeschädigte Brüche, also vor allem viel unterschiedliche Schaftbrüche. Also fällt mir auf, dass es mehr ist als die Jahre zuvor. Und hat einen Vertrag für 2,5 Jahre unterschrieben. Jetzt zum Wetter zu 1400. Im Großteil Österreichs ist es heute Nachmittag sonnig. Nebel und Hochnebel können sich allerdings auch in ein paar Regionen halten. Vor allem in Vorarlberg am Bodensee und im Rheintal, im Norden Salzburgs, dann dort auch im Flachland Oberösterreichs und im Burgenland. Sehr unterschiedlich die Temperaturen heute Nachmittag. Im Norden und Osten bleibt es ausgesprochen kalt mit Höchsttemperaturen um minus 6 Grad zwischen Oberösterreich und dem Nordburgenland. Bitte Vorsicht, in Oberösterreich, es brennt ein Fahrzeug auf der A1 der Westautobahn Richtung Salzburg zwischen Alhamming und Sadlec bei Kilometer 193. Für die Löschergaffel sind bereits 2 Fahrstreifen gesperrt. In der Steiermark sind die Weg zum Stuhleck zum Skifahren abschnittsweise staubig auf der Semmering Begleitstraße ab mit Zuschlag. Staubige Überlastung melden die Planung sowohl auf der B173 der Albergstraße Richtung St. Johann und vor Alberg am 14. Rheinfallautobahn Richtung Alberg. Am Donnerstag. Was haben wir jetzt? Kommt es sehr interessant, weil es war das erste Mal, dass ein großer Star der letzten 10 Jahre die Bühne des Showbiz betreten hat, obwohl es ganz, ganz schüchtern hinten nur im Video zu sehen war. Zum allerersten Mal in der großen Öffentlichkeit bei Lady Marmelade, eigentlich von Christina Aguilera, aber sie hat nicht gesungen. Und selbstverständlich auch einer der größten Hits.